Vor 200 Jahren, am 12. Februar 1799, starb in Prag Franz Xaver Duschek. Die Duschekischen sind alle wohl. Unter diesem Titel stellt Ihnen Martin Vogt in der folgenden Sendung Mozarts Prager Freunde vor. Prag, 15. Dezember 1791, kurz vor 10 Uhr morgens. In der Früh hatte es noch Frost gehabt, der Nebel hat sich schon etwas gelichtet, es weht ein leichter Westwind. Seit einer halben Stunde läuten die Glocken der Nikolauskirche auf dem Kleinseidner Platz. Sie rufen die Gläubigen zu einem Requiem. Tags zuvor wurden in der ganzen Stadt Todesanzeigen verteilt und nun füllt sich der Platz mit Kutschen. Menschenmassen strömen herbei, Hunderte, Tausende. Im Kirchenschiff ein beleuchtetes Trauergerüst. 12 Schüler des Kleinseidner Gymnasiums tragen Kammerfackeln, über den Schultern den Trauerflor. Draußen drängen sich die Leute. Die Kirche, die fast 4000 Gläubigen Platz bietet, kann die Verehrer des Verstorbenen nicht fassen. Vor 10 Tagen ist in Wien Wolfgang Amadei Mozart gestorben. Ihm erweist man die letzte Ehre. Auf der Kirchenempore 120 Musiker. Auf den Pulten die Noten für das Requiem von Antonio Rossetti, den die Prager Patrioten bei seinem deutschen Namen Rössler nennen. Die musikalische Leitung hat Rossettis Freund Josef Strohbach, der Chorregent der Kirche und Direktor des Orchesters am Prager Nationaltheater. Feierliche Stille. Die Totenmesse beginnt. Zwei Tage später wird in der Prager Oberpostamtszeitung in einem Nachruf zu lesen sein: Unersetzlich ist sein Verlust. Es gibt und wird Meister der Meistern in der Tonkunst geben, aber um einen Mozart hervorzubringen, wird die Natur Jahrhunderte brauchen. Was er schrieb, trägt das unverkennbare Gepräge des klassischen Schönen. Darum gefiel er mit jedem Male mehr, weil eine Schönheit aus der anderen sich entwickelte. Darum wird er auch ewig gefallen, weil er immer neu scheinen wird. Mozart, der Einzige, ist nicht mehr. Und dann strahlt eine Sopranstimme in das Kirchenschiff, eine Stimme, die jeder Musikliebhaber der Stadt kennt. Josefa Duschek singt ihr Solo. Josefa Duschek, geborene Hambacher, kam in Prag auf die Welt. Ihre Mutter war eine gebürtige Salzburgerin und in Salzburg hatte sie den wenig jüngeren Wolfgang Amadei Mozart kennengelernt. Thank you.
Weißt du noch, Wolfgang, damals in Salzburg? 21 Jahre warst du damals alt. Ich habe den Großpapa besucht. Kannst du dich noch an seinen Namen erinnern? Ignaz Anton Weiser. Nein? Fällt dir nichts ein? Er war es doch, der seinerzeit den Text für die Schuldigkeit des ersten Gebots geschrieben hat. Na siehst du. Mein Gott, mit 10 Jahren hast du das schon in Musik gesetzt. Du Schlimmer, was wir für Scherze getrieben haben damals. Erinnerst du dich an unser gemeinsames Konzert im Tanzmeistersaal? Du und Nannerl, ihr habt vierhändig gespielt. Und wie sich die Leute gewundert haben. Da hast du mir dieses Stück geschrieben. A lo Previdi, weißt du noch? Oh, Dio, tu sei, Dio, Barbara.
facesti? Mi salvasti poc'anzi. Am 15. August 1777 musizierten Wolfgang Amadei und seine Schwester zusammen mit Josefa Duschek und dem Amateurgeiger Franz Xaver Kolb im Tanzmeistersaal, und ein Konzertbesucher notierte über den Gast aus Prag: Die Stimme war ungemein hell und angenehm, sie hatte Gusto und sang recht artig. Zu dieser Zeit war die Sängerin schon verheiratet. Ihr Mann Franz Xaver war 18 Jahre älter. Er hatte sie im Gesang und im Klavierspiel unterwiesen, und mit den Mozarts in Salzburg pflegte man ausgiebigen Kontakt. Am 23. September 1777 trat Wolfgang Amadei mit seiner Mutter eine Reise an, die ihn über München, Augsburg und Mannheim nach Paris führen sollte. Kurz zuvor hatte Erzbischof Colloredo den jungen Mozart vor die Tür gesetzt. Vater Leopold schrieb am 28. September einen Brief nach München. Dem Monsieur Duschek habe ich geschrieben, und zwar sehr umständlich. Auch beigesetzt, du werdest Gelegenheit suchen, ihm auf deiner Reise einmal zu schreiben. Die Madame Duschek hat mir auf mein Schreiben aber mal geantwortet und mir gemeldet, dass ihr unsere Verdrusse von Salzburg ebenfalls berichtet worden, dass er und sie den empfindsamsten Anteil nehmen und unsere Verdienste belohnet zu sehen wünschen. Der nun noch schlimmere Wolfgang möge nun gerade oder über die Quer nach Prag kommen, so werde er allzeit mit dem freundschaftlichsten Herzen empfangen werden. Ein gastfreundliches Haus führten die Duscheks in Prag. Im Magazin der Musik von 1783 kann man lesen: Das Haus dieser beiden ist einer der vornehmsten musikalischen Zufluchtsörte allhier. Ein jeder fremder Künstler erhält durch selbige Empfehlung und überall Zutritt. Alle Freitage geben sie unter sich ein kleines Konzert, wozu alle fremden Virtuosen eingeladen werden. Ernst Ludwig Gerbers historisch-biografisches Lexikon der Tonkünstler von 1790 beschreibt Franz Xaver Duschek als biedern, würdigen Charakter, ohne Stolz und Eigenliebe, einen der itzt lebenden größten Klavieristen und Komponisten für sein Instrument. In den wöchentlichen Konzerten hat der Hausherr sicher auch einmal sein folgendes Adagio gespielt. Thank you.
Zu Duscheks Lebzeiten wurden vor allem seine Klavierkompositionen ediert. Das Jahrbuch der Tonkunst von 1796 stellt vor allem seine Klaviersonaten auf vier Hände heraus, die sich besonders auszeichnen, und rühmt deren Autor als die wahre Säule der sich noch erhaltenen Tonkunst. Franz Xaver Duscheck stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Geboren wurde er 1736 in Chodieborek im Königgrätzer Kreis. Der damalige Grundherr, Graf von Spork, nahm sich des Buben an, schickte ihn aufs Gymnasium und ließ ihn studieren. Unklar ist, welches Fach Duscheck belegte. Offenbar war ein Unfall daran schuld, dass er seine Studien abbrach. Eine Beschreibung der Bewohner Prags für Militärzwecke von 1770 informiert uns näher. Duscheck ist dort folgendermaßen verzeichnet: Musikus aus Königgrätz, buckelig, höckerig und für den Soldatendienst untauglich. Auch seine musikalische Erziehung verdankte Duscheck seinem adeligen Gönner. Schon als Bub hatte er in der Kirche gesungen und die Orgel gespielt. Graf von Spork schickte ihn zur weiteren Ausbildung zu Franz Habermann nach Prag und Georg Christoph Wagenseil nach Wien und stellte später Verbindungen zu Adeligen in Prag her, beispielsweise zum Haus Pachter, und ermöglichte es Duscheck damit, in diesen Kreisen zu unterrichten. Er war hierin sehr erfolgreich, war er doch nie gezwungen, sich fest bei einer adeligen Familie zu verdingen oder sich an die Kirche zu binden. Ein reisender Ausländer erwähnt 1787 den sehr einträglichen Unterricht, und am Unterrichten scheint Franz Xaver am meisten Gefallen gefunden zu haben. Er trat, wenn überhaupt, nur in Prag als Pianist auf, begleitete seine Frau zwar zu ihren auswärtigen Auftritten, hielt sich dabei als Pianist allerdings vornehm zurück. Nach Dlabacs Künstlerlexikon für Böhmen soll er einer der ersten gewesen sein, die das Leichte und Angenehme im Klavierspielen eingeführt haben. Weiter heißt es dort: So wurde Duscheck der Verbesserer des Geschmacks in der Musik, besonders in dem Klavierspiele, indem er zuerst eine richtigere Fingersetzung, Feinheit und Ausdruck im Vortrage nach Prag brachte und lehrte. Neben Klavierwerken schrieb Franz Xaver Duscheck auch Lieder, Quartette, Symphonien und Serenaden. Thank you.
Franz Xaver und Josefa hatten keine Kinder, doch sie hätten sicher gern welche gehabt. Das beweisen die vielen Patenschaften, die sie übernahmen. Im Matrikelbuch der Kirche St. Egidius zum Beispiel sind allein 3 Patenschaften für Kinder von Anton Grams verzeichnet, den Kontrabassisten des Theaterorchesters. Zu den Gästen der beiden gehörte auch der Mozart-Schüler und spätere Klaviervirtuose Johann Nepomuk Hummel. Er bekam Klavierunterricht, freie Kost und Logis. 10 Jahre war der Bub damals alt. Die Kinderliebe der Duscheks zeigt sich auch in den Liedern, die Franz Xaver speziell für diese schrieb. Veröffentlicht wurden sie in der Prager Kinderzeitung und vielleicht hat es so geklungen, wenn der Komponist einen seiner Schützlinge begleitet hat. Ich kletterte doch nur im Traum im Garten hoch auf einen Baum. Da brach ein Ast, ich fiel herab und brach den Hals und fand mein Grab. Wie gut, dass es ein Traum nur war. Am Ufer stand ein Fischerkahn, der reizte mich. Ich ging ihn an und trat. Über das Verhältnis Mozarts zu Franz Xaver Duscheck kann man nur Vermutungen anstellen. Es gibt eine einzige Briefstelle, die das gute Einvernehmen der beiden beweist. April 1789. Mozart trifft die Duschecks nicht an, als er auf seiner Reise nach Berlin durch Prag kommt. Josefa gastiert in Dresden, Franz Xaver speist aushäusig. Das liebste, beste Weibchen erfährt vom ewig getreuen Wolfgang: Er speiste bei Leliborn, wo ich auch öfters speiste. Ich fuhr also gerade dahin. Ich ließ Duscheck, als ob jemand etwas mit ihm zu sprechen hätte, herausrufen. Nun kannst du dir die Freude denken. Auch über Josefa Duscheck ist Konstanze unterrichtet. Sie weiß wohl, dass ihr Mann nicht nur deren Stimme schätzt. Sie wird über gemeinsame Auftritte informiert, über Konzertprogramme und auch Tratsch darf nicht fehlen. Die Duschecks gehören zu den wirklich guten Freunden. Und ganz kurz heißt es in einem der letzten Briefe, die Mozart Anfang Oktober 1791 an seine Frau geschrieben hat: Die Duscheckischen sind alle wohl. Wolfgang, mein Solo hätte dir gefallen. Fast wie damals bei unserer Akademie in Dresden, wo ich eine Menge aus Figaro und Don Juan gesungen habe. Damals, als du mich bei Neumanns überrascht hast in dieser Gesellschaft. Lauter hässliche Frauenzimmer. Sie ersetzen den Mangel an Schönheit durch Artigkeit, hast du damals gesagt. Schade, dass der Ertrag deiner Reise so mager war. Weißt du noch, wie ich mich über dein Kompliment gefreut habe? Meine böhmische Gabrielli hast du mich genannt. Katharina Gabrielli. Das Stimmwunder dieser Zeit. Während die Italienerin auf Opernbühnen auftritt, ist Josefa Duscheks Domäne der Konzertsaal. In Prag kennt sie jeder. Im März 1782 schwärmt ein Verehrer:
Wärst du doch da gewesen, wo Böhmens Gabrieli, wo Duschekin in die Herzen ihrer Zuhörer den halben Himmel herabsang. Wäre da deine Seele, indes dein Ohr die Seraphtöne lechzend auffing, weit über die Regionen dieser Erdewelt in des Paradieses Wonnereviere verzückt gefühlt. 3 Jahre später vergleicht die Prager Oberpostamtszeitung Josefa mit der Nachtigall, die nur selten singt und mit ihrem sparsamen, reizenden Gesange sich mehr Beifall erwirbt, als die Lerche durch 3/4 Jahre sich nicht erzwitschert. In diesem Zeitungsbericht wird auch ihre Stimme charakterisiert. Sie soll mächtig und von großem Umfang gewesen sein. Fest, dabei biegsam und geläufig, eine Verbindung von großen musikalischen Kenntnissen und richtigem Gefühl. Das Jahrbuch der Tonkunst von 1796 lobt den gefühlvollen und angenehmen Vortrag. Das Magazin der Musik, 13 Jahre früher erschienen, meint: In ihren Bravour-Arien singt sie das Schwere und Feurige mit so viel Leichtigkeit, dass ein jeder, der sie höret, gestehen muss, dass sie den Platz der ersten Sängerin sowohl an Schönheit und Kunst als Portament des größesten Hofes verdienete. Eine Einstellung, die Vater Mozart nicht teilte. Leopold Mozart im Frühjahr 1786. Madame Duschek sang. Wie? Ich kann mir nicht helfen. Sie schrie, oder schrie ganz erstaunlich eine Aria von Naumann mit übertriebener Expressionskraft, lieber Himmel, mit so viel anderen Singfehlern, dass es mir für ihre starke Stimme sehr leid tut. In einem anderen Brief heißt es wenig charmant: Mir scheint, man sieht ihr schon das Alter an. Sie hat ein ziemlich breites Gesicht. Und Mozarts Schwester äußert in einem Brief an Wolfgang und seine Mutter: Ein durchreisender Kastrat hat sich gestern bei Hof hören lassen. Der Papa war drin und hat ihn gehört. Er hat ihm aber nicht besonders gefallen. Er hat eine Stimme ein wenig durch die Nase und ein langer Mensch, ein langes Gesicht und niedere Stirne. Er singt doch weit besser als die Madame Duschek. Wolfgang, kannst du mir erklären, warum Leopold seinerzeit das Gerücht in die Welt gesetzt hat, ich hätte eine Liebschaft mit dem Grafen Klamm-Gallas? Wenn es nach deinem Vater gegangen wäre, dann hätte mir dieser Amant unser Anwesen am Stadtrand zur Verfügung gestellt. Als ob wir arm gewesen wären. Natürlich haben wir die Bertramka gekauft. Oder hat Leopold unsere Erbschaft in Salzburg vergessen? Erinnerst du dich, Wolfgang, wie du vor 4 Jahren in unserem Haus gewohnt hast? Damals beim Don Giovanni. Also ein Viertel deiner Reisekosten hast du dir damit sicher gespart. Am liebsten erinnere ich mich an unseren kleinen Pavillon. Aber was soll ich denn hier, Josefa? Komm, lass das. Und Tinte, Feder und Papier. Josefa, also ich habe jetzt wirklich keine... Na, aber Wolfgang, Josefa, du hast mir doch schon lange eine Szene versprochen. Ja. Und nie habe ich was bekommen. Nein, Wolfgang, ich lass dich erst wieder heraus, wenn die Arie fertig ist. Nein. Überliefert ist uns diese Begebenheit durch den Mozartsohn Karl. Er schreibt weiter... Aber um sich an der ihm begangenen Espiglerie zu rächen, brachte er absichtlich verschiedene schwierig zu intonierende Übergänge an und drohte seiner despotischen Freundin, die Arie sofort zu vernichten, wofern es ihr nicht gelingen sollte, dieselbe a prima vista fehlerfrei vorzutragen. Lebe wohl, meine herrliche Flamme. Dem Himmel gefällt es nicht, uns glücklich zu sehen. Unser reiner Bund wurde zerrissen. Mein Tod erlöst dich von deinem Eid. Erinnere dich meiner. Königin, ich gehe. Nur dir gehöre ich. Der Tod entführt mich dir. Lebe wohl. Für immer.
was Josefa damals nicht ahnen konnte, nach dem Tod Mozarts werden sich die Duscheckischen um dessen Kinder kümmern. Franz Xaver Wolfgang lebte ein halbes Jahr in der Villa Bertramka und Bruder Karl, er war bei dem Prager Mozart-Biografen Jemetschek untergebracht, erhielt Kost und einige Anweisungen im Klavier, bedauerte aber in einem Brief: Doch bloß als Nebenbeschäftigung, da es schon durch einen Machtspruch meiner Mutter beschlossen war, dass nicht ich, sondern mein Bruder in diese Bahn eintreten sollte, worüber ich zwar nicht in jener Zeit, wohl aber in der Folge reiferer Einsicht sehr zufrieden war. Auf die Villa werden die Duscheks am 22. November 1797 im Prager Weinbergamt eine Hypothekenschuld von 3.500 Gulden zugunsten von Mozarts Witwe eintragen lassen. Schon in den Jahren zuvor sind die Prager Freunde Konstanze beim Organisieren von Konzerten zu deren Gunsten behilflich. Am 15. November 1797 findet wieder ein solches Konzert statt. Konstanze kümmert sich um den Verkauf der Logenplätze. In der Konzertankündigung heißt es: Auf gnädiges Verlangen wird der kleine, eben sechsjährige Wolfgang, der jüngere hinterlassene Sohn Mozarts, um dem verehrungswürdigen Publikum Prags für die hierorts seinem Vater so vielfältig bewiesene Zuneigung einen kleinen Beweis seines ehrfurchtsvollen Dankes zu geben und zu zeigen, dass er Eifer zu fühlen anfängt, dem großen Beispiele seines Vaters nachzustreben, die Arie aus der Zauberflöte »Der Vogelfänger bin ich« bei Begleitung des Pianoforte singen. Man bittet um Nachsicht gegen die ersten Äußerungen seines zarten Talents. So klein ist der Mozartsohn, dass man ihn bei seinem Auftritt auf einen Tisch postiert. Im Entstehungsjahr der Zauberflöte haben sich die Duscheks und Wolfgang Amadei Mozart zum letzten Mal gesehen. Anlässlich der Krönung Leopolds II. Zum böhmischen König wird La Clemenza di Tito uraufgeführt. Leopold Kojeluch, den Mozart alles andere als schätzt, hat eine Huldigungskantate vertont, die Josefa Duscheck beim Fest der Herrenstände singt. Sie findet dabei solchen Anklang, dass sie einige Tage später wiederholt werden muss. In der Prager Oberpostamtszeitung heißt es hierzu: Madame Duscheck, schon oft von uns mit Ruhm genannt und öfter mit allgemeinem Beifall gekrönt, zeichnete sich dabei auf ihre gewöhnliche Art aus, das heißt, niemand könnte sie hören, ohne sie zu bewundern. Mozarts Oper geht im Wirbel der allgemeinen Feiern etwas unter. Sie war schlecht einstudiert. Die Kaiserin soll von einer Porcheria Tedesca, von einer deutschen Schweinerei gesprochen haben. Und Mozart reist enttäuscht ab. Vielleicht hätte er sich über eine Bearbeitung der Arie des Sextus gefreut. Ihr wurde, für den Gebrauch in der Kirche, ein lateinischer Text unterlegt. Mozart hatte in der Arie das von seinem Freund Stadler erweiterte tiefe Klarinettenregister ausgenutzt, da Anton Stadler mit seinem Instrument quasi ein Monopol besaß, Josefa Duscheck das ähnlich angelegte Rondo der Vitellia aus derselben Oper im Repertoire hatte, da sie zudem mit Stadler, diesem böhmischen Wunder, gemeinsam auftrat, kann man annehmen, dass sie diese Fassung gesungen hat. Thank you.
12. Februar 1799 stirbt Franz Xaver Duschek. In einem Nachruf wird auf seine Redlichkeit, Wohltätigkeit gegen Notleidende, seine Sanftmut und Frömmigkeit hingewiesen. Josefa ist zu diesem Zeitpunkt Mitte 40, einsam, kinderlos. Die finanziellen Reserven sind erschöpft, die Villa Bertramka muss Ende des Jahres samt Inventar verkauft werden. Das Leben hat mich gelehrt, dass man nicht hoffen darf, äußert die Sängerin in einem Brief. Sie lebt zurückgezogen in ärmlichen Verhältnissen. Musikfreunde können sie nur zu besonderen Gelegenheiten hören. Ihr letzter Auftritt dürfte beim Konzert der Prager Tonkünstlergesellschaft Ostern 1804 gewesen sein. Josefa Duschek singt die Sopranpartie im Messias und wird stürmisch gefeiert. An die Konzertbesucher hat man ein Gedicht verteilt. Einmal noch ist sie zum Fest erschienen an der Tonkunst Heiligen Altar. Sehet in der hohen Priestrin Haar nun des alten Ruhmes Lorbeer grünen. Edel will sie nur dem Lande dienen, unsere Mara, welches sie gebar. Eine Träne froher Weisen war mehr ihr als der Weihrauch fremder Bühnen. Des Gesanges Geisterlaut erhöht einmal noch der Seelen schönstes Leben. Und der süße Zauber ist verweht. Sieh den Dank in Wonnentränen leben, Künstlerin. Eine Improvisation verdanken wir noch Josefa Duscheks Freundschaft mit Mozart. Herbst 1787. Beide haben sich im Prämonstratenserstift Strahov nahe der Prager Burg angemeldet. Mozart interessiert sich für die Orgel. Im Vorjahr war sie von Pater Lohelius Ölschlägel auf 50 Register erweitert worden. Das Instrument, jetzt das größte der Stadt, verfügt über 3177 Pfeifen und neu eingerichtete Schnarrbässe. Norbert Lehmann, der Stellvertreter des Organisten, wurde von Prälat Wenzel Meyer dazu bestimmt, den beiden vorzuspielen. Er erinnert sich: Ich ließ ihm die ganze Stärke der Orgel wahrnehmen. Als diese geendigt war, bekam er Lust, die Orgel selbst zu schlagen. Er wählte nebst dem gewöhnlichen Pedal ohne Mixtur den achtfüßigen Posaunenbass. Nun fing er ein vierstimmiges Fuga-Thema an, welches umso schwerer auszuführen war, weil es und die Verfolgung desselben aus lauter Mordanten bestund, welche auf einer so schwer zu drückenden Orgel außerordentlich hart auszudrücken sind. Allein der vierte und fünfte Finger sowohl in der rechten als linken Hand war dem ersten, zweiten und dritten an Kraft gleich, worüber schon jeder staunen musste. Die 10 Finger hupften in jenen 2 Oktaven so geschäftig herum, als die Ameisen herumlaufen, wenn man ihren Haufen zerstört. Nachdem Lehmann den beiden vorgespielt hat, macht er sich einige Notizen zu Mozarts Improvisation, die solcher Art auf uns gekommen ist. Thank you.
Mozarts Prager Freunde standen im Mittelpunkt dieser Sendung von Martin Vogt. Ihr Titel lautete »Die Duschekischen sind alle wohl«. Die Sprecher waren Bettina von Webski, Hubert Mulzer und der Autor, der auch Regie führte. Das Kinderlied von Franz Xaver Duschek sang Andreas Jaburg. Ton und Technik Susi Harasim, Redaktion Max Herbstmeier. Bayern 2 Radio, es ist jetzt 14 Uhr.